Wir haben als Thema digitale Nachhaltigkeit, Wege für den öffentlichen Sektor und möchten dazu starten mit einem White Paper, was gerade heute erschienen ist, was Kollegen hier aus dem Haus entwickelt haben. Der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen hat ja vor einigen Jahren ein Gutachten herausgebracht, in dem er gesagt hat, Digitalisierung wird häufig so wahrgenommen als etwas, was über uns kommt. Das soll nicht so sein, so die Aussage in dem Gutachten, sondern wir müssen zusehen, dass wir Digitalisierung steuern, dass wir Digitalisierung uns als Werkzeug zunutze machen, um die andere große Transformation, nämlich die der Nachhaltigkeit, nach Möglichkeit bestmöglich zu bewältigen. Es geht also heute um Digitalisierung als Werkzeug für Nachhaltigkeit und aber auch um nachhaltige Digitalisierung. Und dazu haben wir mehrere Vorträge, die unterschiedliche Aspekte beleuchten, werden aber eingangs. Und ich bitte euch schon mal nach vorne, eben aus dem gerade genannten White Paper, was sich der Machbarkeit von digitaler Nachhaltigkeit widmet. Das haben unsere Kollegen vom Kompetenzzentrum öffentliche IT zusammen entwickelt mit unserem Laborpartner City Tips. Kommt mal nach vorne. Wir dachten, weil es gerade auch veröffentlicht ist, bietet sich an, wir werden das zu dritt. Oder wollt ihr nacheinander auf die Bühne kommen? Ich habe jetzt alle noch vorne zitiert. Starten wird, denke ich, Dorian, der arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns im Kompetenzzentrum ÖFIT. Und seine Themenschwerpunkte sind Nachhaltigkeit, KI, Internet of Things und Funknetze. Und er hat Informatik mit einem Anwendungsbereich Philosophie studiert, was ich immer ganz spannend finde. Und dann haben wir noch Vincent von City und Bits. Der Consultant dort ist und Städte vor allen Dingen in Smart City Use Cases begleitet. Tom Schmidt, ebenfalls Consultant, der auch gerade so Kommunalberatung und Digitalisierungsprozessberatung macht. City und Bits hat so die Kommunal- und Praxisperspektive ein. Genau, dann, also auch von meiner Seite willkommen im E-Government-Labor. Wurde schon dankenswerterweise vorgestellt, Dorian Grosch vom Kompetenzzentrum öffentlicher IT. Und ich freue mich, dass ich heute zusammen mit Vincent Jörs und Tom Schmidt vom Laborpartner City und Bits hier den Impulsvortrag machen darf und den Lab-Talk zum Thema Nachhaltigkeit eröffnen darf in diesem Fall. Genau, der Impulsvortrag steht unter dem Namen Wertebasierte Digitalisierung für nachhaltige Entwicklung im öffentlichen Sektor und ist dabei auch gleichzeitig die Vorstellung der Publikation, die heute erscheint, unter demselben Namen. Genau, also in der Publikation behandeln wir das Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit und fragen uns eigentlich, wie diese zwei großen gesellschaftlichen Herausforderungen bzw. Transformationen vor allem gemeinsam gelingen können. Und dabei ist bei uns natürlich auch die Perspektive des öffentlichen Sektors im Mittelpunkt. Sprich, es geht uns dabei vor allem um die Gestaltung von nachhaltigkeitsbezogenen Digitalisierungsprojekten. Und dafür haben wir dafür relevante Konzepte, Kriterien und auch Werkzeuge in einem Nachhaltigkeitscanvas gesammelt, das wir jetzt in diesem Impulsvortrag vorstellen möchten. Und wichtig war dafür auch, dass wir eng mit der Landeshauptstadt Kiel zusammengearbeitet haben. Einerseits, um ihre praxisbezogene Perspektive auf diese Zwillingstransformation von Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu erfahren. Gleichzeitig aber auch, um ein bisschen unsere theoretischen Überlegungen, die dem Paper und damit auch dem Canvas zugrunde liegen, zu validieren. Genau, dafür haben wir mehrere Interviews auch geführt mit Vertreterinnen und Vertretern des Klimaschutzbereiches und des Digitalisierungsbereiches der Kieler Verwaltung und sie haben sozusagen das Paper auch angereichert dadurch. Genau, aber wir starten wollen wir gerne mit einem kleinen Impuls, um sozusagen ein bisschen vorzustellen, was unsere Perspektive ist, wie wir auf das Zusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit draufschauen. Und unser Ansatz ist es, digitale Technik als Werkzeug zu begreifen, mit dem das Erreichen von größeren Nachhaltigkeitszielen möglich wird oder erleichtert wird. Und gleichzeitig sollen diese Technologien aber auch entlang von
definierten Nachhaltigkeitskriterien gestaltet werden, um sicherzustellen, dass diese Technologien sozusagen in sich selbst auch nachhaltig werden. Bildlich gedacht haben wir also, rauben wir sozusagen mit der Digitalisierung an der Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft, wollen aber auch gleichzeitig sicherstellen, dass das Werkzeug an sich auch nachhaltig ist. Genau, damit kommen wir auch zu dem Nachhaltigkeitscanvas, was genau diese doppelte Perspektive abbilden möchte oder verkörpern möchte. Und dieses Canvas, haben Sie vielleicht auch schon gesehen, das sieht hier aus und verkörpert so ein bisschen diese doppelte Perspektive und ist auch das Herzstück einfach unserer dieser Publikation und soll vor allem erstmal Orientierung in diesem Themenfeld geben. Gleichzeitig hat es aber auch eine interaktive Rückseite, die hier nicht abgebildet ist, die Sie aber dann sehen können im Raum. Und diese Rückseite soll dazu sozusagen soll helfen oder erleichtern, nachhaltigkeitsbezogene Digitalisierungsprojekte auch einzuschätzen bzw. zu bewerten im weitesten Sinne oder auch durch den Prozess zu führen, sie zu gestalten. Ja, schönen guten Tag auch von mir und auch bei denen, die sich zugeschaltet haben. Im ersten Handlungsfeld der Steuerung der Projekte sollen Kommunen ihr Vorhaben in Verbindung zu übergeordneten Strategien der Stadt- und Regionalentwicklung setzen. Als Ankerpunkte zwischen den Vorhaben und den Konzepten sind Ziele des jeweiligen Vorhabens zu empfehlen. Was genau bedeutet das? Wir müssen uns natürlich die Frage stellen, passen die Ziele und Aktivitäten zu den übergeordneten Strategien und Konzepte? Zahlen sie also auf die Makroziele der Kommune ein oder stehen sie diesen Zielen vielleicht sogar teilweise entgegen? Die Entwicklung des Vorhabens wird zudem sowohl direkt als auch indirekt von den politischen Rahmenbedingungen und spezifischen Akteuren geprägt. Dieses Umfeld kann beispielsweise mithilfe des Stakeholder-Ansatzes analysiert werden. Zudem haben wir für unseren fachspezifischen Kontext die für die Digitalisierung relevanten Schlüsseltechnologien hervorgehoben, wie Sie dort sehen. Denn eine nachhaltige Digitalisierung wird nicht außerhalb des Einflusses von künstlicher Intelligenz, Internet of Things, Big Data und weiteren erfolgen. Die gerade vorgestellten Steuerungselemente könnten nun für viele Wege der digitalen Kommunalentwicklung genutzt werden. Sie sind teilweise sogar schon alltägliche Werkzeuge im öffentlichen Sektor. Für unseren Ansatz braucht es deshalb einen Rahmen, der die Makroziele für eine nachhaltige Kommunalentwicklung beinhaltet. Als Nachhaltigkeitswissenschaftler und Kommunalberater bin ich in letzter Zeit vermehrt von Kommunen mit dem Wunsch konfrontiert worden, zur Integration von entweder schon entwickelten oder sich noch in Entwicklung befindenden Klimaschutz- oder Nachhaltigkeitskonzepten beraten zu werden. Aus dieser Erfahrung heraus argumentieren nicht nur wir von City and Bits, sondern auch viele andere Akteure, wie beispielsweise die Bertelsmann Stiftung, dass die von den Vereinten Nationen beschlossenen 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung sehr gut auf die kommunale Steuerungsebene angewendet werden können. Dabei sollte jedoch nicht vergessen werden, dass zwar die Erwähnung und Verbindung von allen drei Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung essentiell ist, angesichts des Zustands unserer Erde die ökologische Dimension jedoch einen herausragenden Stellenwert besitzt. Die drei Dimensionen sind nicht unbedingt als gleichrangig zu verstehen und im White Paper weisen wir dementsprechend darauf hin, dass wir die soziale und ökonomische Transformation brauchen, um unsere ökologischen Lebensgrundlagen zu bewahren. Und nicht andersrum, wie wir es vielleicht in den letzten zwei Jahrhunderten gemacht haben. Unsere Praxisperspektive zeigt diese gedankliche Umkehr ganz gut. So ist Kiel die einzige deutsche Landeshauptstadt, die am Meer liegt und deshalb besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen ist. Diese Situation wird auch in der Kieler Smart City Strategie berücksichtigt. So liegt das von der Strategie definierte Ziel im Aufbau einer digitalen Infrastruktur, die die kommunale Resilienz stärkt gegenüber den sich vor Ort ändernden ökologischen Lebensgrundlagen. Und auf der thematischen Schwerpunktebene sollen die Smart City Vorhaben neben den Bereichen der Quartiersentwicklung und Mobilität, die man sich bei den vielen anderen Smart City und Smart Region Projekten vorstellen kann, auch in den Bereichen des Klimaschutzes, des Küsten- und des Meeresschutzes wirken. Digitale Technologien können in diesem Bereich des Klimaschutzes als hilfreiche Instrumente eingesetzt werden.
Okay, damit kommen wir dann auch zum zweiten Teil des Canvas. Das wäre dann die technische Ebene. Und in diesem Handlungsfeld stellt sich ein bisschen die Frage, wie nachhaltig ist denn jetzt eine konkrete digitale Technologie oder eine digitale Lösung, die wir dann haben? Und was gehört eigentlich alles zu dieser Nachhaltigkeit dazu? Am liebsten hätte man ja irgendwie einfach einen Score, der einen dann sagt, so und so nachhaltig ist jetzt diese Technologie und das gut ist. Aber so einfach ist es nicht. Unser Ansatz sozusagen auf Nachhaltigkeit zu schauen, ist nicht, dass es eine statische Eigenschaft einer Technologie ist, sondern eher im Vergleich betrachtet werden muss. Das heißt, was nachhaltig ist und was vielleicht eher nicht, ist eigentlich einer steten Veränderung unterzogen. Zum Beispiel durch neue Technologien, die auch kommen, neue Technik, aber auch veränderte Ressourcenverfügbarkeiten, aber auch sich wandelnde gesellschaftliche Bedarfe. Deswegen möchte dieser Technikabschnitt des Canvas insbesondere diesen Vergleich von konkreten digitalen Technologien irgendwie in den Fokus rücken und den erleichtern. Und ja, damit sich sozusagen für die nachhaltigste Lösung innerhalb eines konkreten Digitalisierungsprojektes entschieden werden kann. Genau, es geht also nicht, wie gerade bei der Steuerung, um die Frage, wie kann man jetzt mit einer Technik an ein Nachhaltigkeitsziel arbeiten, sondern eher, was macht denn jetzt eine Technik in sich selbst nachhaltig oder zumindest nachhaltiger als andere? Genau, dafür wollen wir möglichst strukturiert, ganzheitlich einschätzen. Nick, jetzt geht's. Genau, und verstehen sozusagen Nachhaltigkeit nicht, wie oft im IT-Kontext, nur als Energieeffizienz, sondern versuchen so ein bisschen einen größeren Kontext oder eine breitere Definition in Angriff zu nehmen, wie wir auch gerade gesehen haben bei der Steuerung mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir thematisieren hier in unserem Kriterienkatalog sowohl die ökologische, aber auch die soziale und ökonomische Dimension von Nachhaltigkeit. Diese Kriterien, die können dann natürlich dafür verwendet werden, konkrete digitale Lösungen miteinander zu vergleichen. Und das Vorgehen wäre dabei wie folgt, dass man zuerst relevante Kriterien identifiziert für einen spezifischen Anwendungsfall, dann diese Kriterien für bestimmte Lösungen erhebt, also qualitativ erhebt und dann zum Vergleich tatsächlich auch nutzt. Und idealerweise würde das dann so ablaufen, dass solche Kriterien auch bei Vergabeprozessen möglichst von Anfang an auch mitgedacht werden. Um ein paar Beispiele für diese Kriterien zu nennen, haben wir da zum Beispiel ganz klassisch natürlich den Energieverbrauch, aber gehen auch über die Langlebigkeit oder Rückbaufähigkeit oder auch zur Dokumentation beispielsweise. Die wollen wir uns mal rausgreifen. Als Beispiel, die bewegt sich ein bisschen in den Bereichen zwischen Sozialem und Ökonomie und bezeichnet natürlich einfach die Idee, dass digitale Technologien und Daten einfach Erklärungen brauchen, wie sie zum Beispiel funktionieren, wie sie aufgebaut sind, wie die Datenformate funktionieren. Und all diese Informationen sind wichtig dafür, dass Nutzerinnen und Entwicklerinnen eine Technologie weiterentwickeln können, sie besser nutzen können und im besten Fall natürlich zu einer nachhaltigeren Softwarelandschaft beitragen, dadurch, dass Informationen verfügbar sind und erweiterbar sind. Genau, dann gehen wir jetzt zum dritten Abschnitt, Evaluation. Ja, hallo auch von meiner Seite. Genau, neben den bereits erläuterten Handlungsfeldern der Steuerung der Technik stellt eben die Evaluation das dritte Handlungsfeld des Nachhaltigkeits-Canvas dar, welches die Steuerungs- und die Technik-Ebene miteinander verbindet und sozusagen überprüfen soll, ob die Bereiche an einen Strang ziehen im Grunde. Die Evaluation ist dabei für eine langfristige Ausrichtung für die jeweils formulierten Projekt- und Nachhaltigkeitsziele und eben damit auch für den Erfolg elementar. Den Erfolg verstehen wir hierbei als die Erfüllung der auf der Steuerungsebene definierten Projektziele und gleichzeitig die Umsetzung der auf der Technikebene definierten Nachhaltigkeitskriterien. Für eine solche Evaluation können unterschiedliche Methoden und Instrumente, wie beispielsweise Indikatoren oder verschiedene Standards oder Zertifikate angewendet werden. Was die Standards und Zertifikate angeht, bezieht sich das meistens vor allem auf die gewählte konkrete digitale Technologie. Genau eben diese Evaluationsinstrumente helfen dabei, Fehlentwicklungen früh zu erkennen
und auch gegebenenfalls zu korrigieren, die Ausrichtung auf die Projektziele zu überprüfen oder die Auswirkungen des Projektes zu erheben. Es bezieht sich also zum Beispiel im Sinne einer Wirkungsmodellierung, Thema Input, Output, Outcome und Impact-Indikatoren, die eben bewertbare Anhaltspunkte dafür liefern, ob das Vorhaben Fortschritte zeigt und über verschiedene Zeithorizonte hinweg den anvisierten Erfolg erzielt. Unsere Überzeugung ist es, und das erfahren wir auch durch die Begleitung von vielen Kommunen immer wieder, dass in Monitoring- und Evaluationsprozessen neben, ich nenne es jetzt mal, quantitativen Faktoren, wie zum Beispiel KPIs, auch qualitative Aspekte fokussiert werden. Durch Evaluationsinstrumente wie zum Beispiel Umfragen und Erhebungen kann das Feedback von beteiligten Projektakteuren einbezogen werden und mitunter eben auf Basis dessen Möglichkeiten für eine kontinuierliche Weiterentwicklung erkannt werden, sodass sich eben im Projekt im Laufe der Zeit oder dass sich das Projekt im Laufe der Zeit an die sich ändernden Bedürfnisse und Anforderungen anpassen kann. Neben diesen ganzen Aspekten, die ich gerade erläutert hatte, stellt eine Folgenabschätzung auch einen zentralen Punkt der Evaluation dar. Oftmals gestaltet sich eine Folgenabschätzung der Auswirkungen der Digitalisierung auf Umwelt und Gesellschaft mitunter als, nenn's mal, herausfordernd und komplex, weil eben die Auswirkungen dabei meist als multidimensional zu betrachten sind und beispielsweise aufgrund von internationalen Produktions- und Lieferketten zumeist als Effekte globaler Natur anzusehen sind. Und genau hier kann eine gewisse Taxonomie diese Auswirkungen und Effekte strukturieren und sortieren und dabei eben ein ganzheitliches Verständnis der ökonomischen, ökologischen und sozialen Dimension der Nachhaltigkeit berücksichtigen. Die Taxonomie gliedert sich dabei in die unmittelbaren Auswirkungen, im Grunde die Effekte erster Ordnung, die mittelfristigen Auswirkungen, die Effekte zweiter Ordnung und die langfristigen Auswirkungen, die Effekte dritter Ordnung. Und diese Auswirkungen der ersten, zweiten und dritten Ordnung und eben diese drei Dimensionen, wie man das hier erkennen kann, eben zusammenzudenken, also diese Faktoren, bietet sich die Darstellung in so einer Bewertungsmatrix an, welche eben als grafisches Werkzeug auch eingesetzt werden kann, um eben die erwarteten Auswirkungen bei dem Einsatz von einer digitalen Technologie oder bei der Umsetzung von einem Digitalisierungsprojekt zu sammeln und eben zu bewerten. In die entsprechenden Felder sollen absehbar positive und negative Folgen des jeweiligen Vorhabens eingetragen und anschließend grob bewertet werden. Das Ergebnis zeigt dann in einem schnellen Überblick die erwarteten Nachhaltigkeitseffekte eben eines Vorhabens über verschiedene Zeit- und Nachhaltigkeitsdimensionen hinweg. Soweit ein kurzer Überblick über die drei Handlungsfelder des Nachhaltigkeitscanvas und dann würde ich abschließend an Florian übergeben. Schön. Genau, also jetzt hatten wir so einen kleinen Überblick, eine kleine Tour durch das Themenfeld Digitalisierung, Nachhaltigkeit irgendwie geben können und wollen gerne nochmal den Vortrag beenden, indem wir nochmal den ursprünglichen Impuls aufgreifen. Also wir sind davon überzeugt, dass digitale Technologien als Werkzeuge eingesetzt werden können für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen. Und gleichzeitig kann ein breiteres Verständnis von Nachhaltigkeit, was also ökologische, soziale, ökonomische Aspekte mit einschließt, als sozusagen als normatives Rahmenwerk dienen, um Digitalisierungsprojekte besser zu gestalten, nachhaltiger zu gestalten und sozusagen auch als, ja, als Leitlinie sozusagen dafür dienen. Genau, ich hoffe, das war jetzt erstmal ein guter Einstieg in das Themenfeld, was doch auch recht komplex ist. Und wir freuen uns, wenn wir uns im Anschluss noch darüber austauschen können, unter anderem auch gerne mit unserem vierten Co-Autor, Dorian Wachsmann, der auch hier im Publikum den Luxus hat, mal von hinten raufzuschauen. Aber ihn können Sie auch gerne ansprechen zu der Publikation. Die liegt ja auch hier aus, haben Sie bestimmt auch schon gesehen. Aber es gibt auch ein QR-Code, den Sie gerne scannen möchten, falls Sie auf die digitale Version zugreifen wollen oder auch einfach nur uns fragen oder auf die Webseite von öffentlicher IT gehen. Das sollte alles klappen. Dann, wir danken uns für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass alle weiterhin einen guten Tag haben. Ja, vielen Dank euch. Wir haben zwar viele Vorträge und wenig Zeit, aber gibt es direkt dazu Fragen? Ein, zwei, drei. Ich würde gerne die Autoren fragen,
Seht ihr da jetzt wirklich ein Spannungsfeld zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder eher eine vernünftige Koexistenz, um das eine wirklich zu machen? Wie ist eure Einschätzung dazu? Ja, na klar. Also ein Spannungsfeld ist es natürlich, weil es natürlich irgendwie gegensätzliche Entwicklungen geben kann, vor allem wenn die beiden Themen nicht sozusagen gemeinsam gedacht werden. Deswegen gibt es sozusagen das Risiko, dass Digitalisierung Nachhaltigkeit entgegenwirkt, denke ich, meiner Meinung nach zumindest. Aber gleichzeitig sehen wir auch die Digitalisierung als notwendiges Werkzeug an. Also heutzutage mit einer global vernetzten Wirtschaft und ja, wie gesagt, langfristigen Effekten, die über Gesellschaften hinweg funktionieren, lassen sich Nachhaltigkeitsprobleme natürlich auch ohne Digitalisierung nicht lösen. Deswegen sehen wir am Endeffekt doch eher ein Zusammenarbeiten als das Ziel hin, aber immer mit dem Hintergedanken, dass natürlich ein Risiko doch auch besteht, dass die beiden Themen auch sich gegenseitig vielleicht irgendwie beeinflussen, negativ. Ich würde noch interessieren, ihr habt das ja mit Kiel, glaube ich, zusammen entwickelt. Habt ihr es auch mit denen dann tatsächlich erprobt? Als es fertig war? Ja. Also wir haben einen ersten Rohentwurf mit denen durchgesprochen oder sie gebeten, das einmal selber durchzuspielen und war es dessen eine Rückmeldung auch zu bekommen. Das war vor allem sehr hilfreich bei der Frage, inwieweit wir, also in dem Spannungsfeld zwischen Methodik und Fachlichkeit, um das mal so zu formulieren, vor allem aber auch gemerkt, dass es natürlich, wenn man erstmal mit so einer Methodik wie dem Canvas arbeitet, man dann auch tiefer einsteigen möchte. Und da, ich glaube, da gibt es auch noch viel, viel Bedarf, dann auch weiter fachlich zu unterstützen. Und ich fand das auch sehr interessant, dass sie eben selber das an eigenen Vorhaben getestet haben und beispielsweise diese auch Fragen von Ausschreibungskriterien dann relativ schnell dort anwenden wollten. Ne? Beispielsweise, welches Rechenzentrum beauftragen wir und welche Kriterien nutzen wir denn dafür? Und also es ist wirklich so ein Orientierung- und Inspirationsmodell, wurde es aufgefasst von Kiel. Ja, vielleicht noch eine Frage. Also ein sehr holistisches Modell mit den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Glaubt ihr, dass sozusagen trotzdem irgendwie ein Fokus von Kommunen beispielsweise eben auf diesen ökologischen Aspekt der Nachhaltigkeit gelegt wird und vermehrtes Interesse oder wird das schon auch ganzheitlich von potenziellen Kunden jetzt im öffentlichen Sektor gesehen? Zu welchem zu sagen, sonst übernehme ich. Also im Prinzipiell sehen wir natürlich, dass einfach Kommunen an sich ja sehr, sehr spezifische Themenstellungen haben, die vielleicht auch nur ein Unterziel von einem großen SDG sein können. Da merkt man, dass natürlich also der Wunsch besteht, möglichst ganzheitlich zu denken. Und ich denke, den Bedarf dafür gibt es auf jeden Fall. Oft ist es vielleicht so, dass einfach eine spezifische Kommune eher spezifische Ziele hat für sich. Aber es hilft natürlich, diese sozusagen in ein größeres Narrativ auch einzubauen und zu verstehen, okay, wir machen das jetzt deswegen. Wir können es damit sozusagen in größere Strategien oder Leitlinien irgendwie einbauen. Und ich denke, zur Orientierung hilft das sehr, sehr gut, denke ich. Oft sind es natürlich dann aber eher kleinere Sachen, die dann in einer Kommune sozusagen angegangen werden. Aber idealerweise, na klar, alles auf einmal. Aber oft muss man ja auch erstmal Schritt für Schritt gucken. Aber ja, genau. Danke. Okay. Danke, Jess. Ich kann vielleicht überleiten zum nächsten Vortrag. Weil wir vorhin nochmal darauf hinweisen, weil wir das gerade gesagt haben. Man kann nicht nur uns, glaube ich, gut hören, wir können andersrum auch Sie hören online. Denken Sie bitte dran, Ihre Mikrofone stumm zu schalten. Vielleicht ist das Canvas, was wir gerade kennengelernt haben, auch ein Werkzeug, was man beim ITZ Bund einsetzen kann. Als Ergänzung fände ich interessant, das zu diskutieren zu dem Green IT Assessment, was Sie, Herr Dr. Renzmann und Herr Spohn im ITZ Bund durchgeführt haben. Das ist nämlich der nächste Vortrag zu dieser Ist-Soll-Analyse, die durchgeführt wurde und Maßnahmen, die identifiziert wurden, werden Herr Renzmann vom ITZ Bund, erst dort Referent im Leitungsstab und Umweltmanagement, Beauftragter des Hauses,
vorstellen, gemeinsam, denke ich, mit Herrn Spüring, der Consultant bei Atos ist, der Principal Consultant ist im Bereich IT-Beratung und der auch Umweltingenieur ist und da im Bereich Dekarbonisierung und Green IT für öffentliche Auftraggeber. Okay. Ja, hallo zusammen, auch von mir oder von uns. Vielen Dank für die Einladung, hier vortragen zu dürfen und was über unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit und regenerativer Mietzerbund erzählen zu dürfen. Mein Name ist Benjamin Renzmann, wurde schon vorgestellt. Ich werde zusammen jetzt mit dem Herrn Spoden ein bisschen zeigen, was wir im Mietzerbund im Bereich Greener machen. Ein bisschen sagen, wer wir als Mietzerbund überhaupt sind, weil vielleicht kennt nicht jeder das Mietzerbund. Und genau, wollen uns einen Einblick geben, was in diesem Projekt sozusagen passiert ist und was die Ergebnisse waren. Genau, das ist die Agenda. Wir werden gleich nochmal kurz ein bisschen was zum ETZ-Bund sagen. Dann wird Herr Spoden was zum Greener Tea Assessment selbst sagen. Wir haben uns nämlich tatsächlich bei uns im Haus sehr intensiv oder beschäftigen uns einer Weile sehr intensiv mit dem Thema Green IT und haben das sozusagen durch den Green IT Maßnahmenkatalog des Greener Tea Assessment, das wir heute vorstellen werden, versucht zu konkretisieren und wirklich in der Praxis versucht zu identifizieren, was müssen wir eigentlich machen, um grüner zu werden. Und ja, wir reden hier in erster Linie über ökologische Nachhaltigkeit. Die anderen beiden Dimensionen, die wir gerade gesehen haben, haben wir auch im Blick natürlich. Aber heute wird es eher um den ökologischen Teil der Nachhaltigkeit gehen. Genau, das werde ich dann in Punkt 3 auch nochmal ein bisschen drauf eingehen, was wir sonst noch so machen. Und in Punkt 4, das ist tatsächlich einer unserer Schwerpunkte, weil wir da die großen Umweltauswirkungen haben, auch auf unsere Rechenzentren eingehen. Bevor ich dann nochmal kurz einen Ausblick gebe, welche Themen wir uns demnächst beschäftigen werden. Das ITZ-Bund, Informationstechnikzentrum Bund, ist der größte IT-Dienstleister der Bundesverwaltung. Wir bringen IT-Dienstleistungen für einen Großteil der Bundesverwaltung. Es gibt noch zwei andere IT-Dienstleister, aber wir sind tatsächlich der größte. Wir haben jetzt auch die sogenannte IT-Konsolidierung Bund, die hat der eine oder die andere schon mal gehört, sozusagen auch immer ein bisschen wachsen. Die Idee ist, dass die meisten Bundesbehörden, von denen es die knapp 200 gibt, ihre IT zum ITZ-Bund konsolidieren. Das ist sozusagen ein Großprojekt, das schon seit einer Weile läuft und auch noch eine Weile laufen wird. Daneben betreiben wir große Fachverfahren, wie beispielsweise Atlas. Atlas ist das zentrale Fachverfahren des Zolls. Darüber wird die gesamte Ein- und Ausfuhr aus Deutschland geregelt. Ein Viertel der gesamten Zolleinnahmen werden über Atlas abgewickelt, sozusagen. Ein großes Fachverfahren. Wir machen aber auch viele andere Sachen, Kraftfahrzeugsteuer beispielsweise, betreiben ein System für und auch für zahlreiche andere Anwendungsbereiche und Use Cases innerhalb der Bundesverwaltung. Genau. Wir sehen uns im Bereich Green IT ganz klar in einer Vorreiterrolle. Das Thema hat für uns eine sehr hohe strategische Relevanz. Wir beschäftigen uns schon länger mit dem Thema Green IT und Nachhaltigkeit. Allerdings ist das zugegebenermaßen erst seit kurzer Zeit so auf der Agenda. Also, dass wir das wirklich als strategisches Ziel haben und auch eine Organisationsstruktur dafür haben und Leute, die damit beschäftigen dürfen. Ein guter Teil ihrer Zeit, das ist relativ neu, das machen wir jetzt erst so seit anderthalb Jahren ungefähr. Da freue ich mich mit diesen ganzen Aktivitäten, die man so im Bereich Greener Tea einwürfeln kann, immer noch ein bisschen nebenbei. Im Bereich der Rechenzentren ist das Thema Energieeffizienz schon lange bei uns ganz oben auf der Agenda natürlich, weil das sehr wichtig ist. Auch im Bereich der Beschaffung wurde schon was gemacht. Aber dass wir sozusagen die ganzen Themen zusammenholen und uns auch Ziele geben und überlegen, was wir machen, ist relativ neu. Ganz wichtig dabei ist für uns, eine Transparenz herzustellen, eine Transparenz über unsere Umweltauswirkungen, über das, was wir tun in dem Bereich. Das ist auch für unsere Kunden, die Bundesbehörden, halt sehr relevant, weil die müssen ja auch alle jeweils ihre Umweltziele berichten und müssen dann auch beispielsweise sagen, welche Umweltauswirkungen, welche CO2-Emissionen oder Stromverbräuche haben wir unsere Services, die wir vom DZ-Bund noch bekommen. Genau, und von daher ist halt tatsächlich unser Ziel, möglichst nachhaltige Services und Dienstleistungen für die Bundesverwaltung zu entwickeln. Und genau, ein ganz wichtiger Punkt steht hier unten, ist aber wirklich sehr, sehr zentral, ist halt auch ein regelmäßiger Austausch dazu. Also wir stehen halt auch als fachlicher Ansprechpartner, sowohl für Bundesbehörden, aber auch für Partner, für Bürgerinnen und Bürger manchmal und auch für die Wissenschaft gerne zur Verfügung. Ich finde das extrem wichtig, uns da auszutauschen und zu vernetzen, weil man im Prinzip gerade in der Bundesverwaltung nur gemeinsam Dinge bewegen kann. Also alleine wird man da nicht glücklich. Und deswegen ist das Thema Kooperation, Austausch und so weiter sehr, sehr wichtig. Ganz kurz nochmal ein paar Zahlen. Das IZ-Bund hat insgesamt 4.100 Beschäftigte aktuell. Wir sind an 12 Standorten in Deutschland vertreten. Wir sind also eine verteilte Organisation, die ursprünglich 2016 mal aus drei einzelnen IT-Dienstleistern hervorgegangen ist. Am Haushaltsvolumen von aktuell knapp 1,2 Milliarden Euro, sozusagen über jährliches Budget darstellen.
Über 1 Million Nutzerinnen und Nutzer aus Verwaltung und Industrie. Dazu gehören zum Beispiel ganz viele Unternehmen, die dieses System Atlas, das ich gerade erwähnt habe, benutzen, auf ihre Zolleinfuhren abzuwickeln und anzumelden. Ja, so ein paar technische Angaben, 55.000 logische Serversysteme sind aktuell im Einsatz. Das ist, schwankt natürlich immer mal wieder, genauso wie die Speichermenge, die wir aktuell verwalten, 57 Petabyte, auch das schwankt. Wir betreuen ungefähr 131.000 IT-Endgeräte, weil wir auch die sozusagen Arbeitsplatzausstattung, die Arbeitsplatzgeräte von vielen Nutzerinnen und Nutzern in den Bundesbehörden betreuen, betreiben. Und wir haben insgesamt 9 Rechenzentren in der Nutzung. Also wir bauen als Bundesbehörde leider, muss man manchmal sagen, nicht selbst Rechenzentren. Wir mieten Flächen in Co-Location-Rechenzentren an, davon haben wir aktuell 9 Stück, die eine Fläche von über 8.000 Quadratmetern haben, installierte Kapazität von über 5.000 Kilowatt, wem das was sagt, ist also schon eine ganze Menge. Und der Jahresstromverbrauch war im letzten Jahr betrug knapp 47 Millionen Kilowattstunden oder 17.000 Megawattstunden. Das entspricht so der Strommenge, die neuen, moderne, durchschnittliche Windräder pro Jahr produzieren. Also das ist eine ganze Menge. Da haben wir also einen großen Hebel und tragen aber eine Verantwortung. Wir Verantwortung sind wir uns bewusst und haben uns deswegen dem Thema Green IT gewidmet und versuchen zusammen mit unserem Partner Atos entsprechend erste Lösungen zu entwickeln. Ist dann der Ja, also herzlichen Dank aus meiner Sicht, dass wir heute vortragen dürfen. Wir haben selber als Atos sind wir schon seit 10 Jahren selbst mit unserer eigenen Dekarbonisierung beschäftigt. Also nicht nur im IT-Bereich, wir können also auch im anderen Bereich, also im Gebäudebereich, Abfallmanagement und solchen Bereichen tätig werden. Beim ITZ Bund waren wir jetzt im IT-Bereich tätig und haben eigentlich einen idealen Kunden dort gefunden aus unserer Sicht. Weil in meiner Beratungspraxis habe ich bislang keinen Kunden kennengelernt, der eine eigene Nachhaltigkeitsabteilung hat. Es gibt Umweltbeauftragte oder Leute, die damit zu tun haben. Aber ein ganzes Nachhaltigkeitsteam, so wie bei meinem Dr. Rinsmann, habe ich bisher nicht vorgefunden. Also man diskutiert dann Themen dort auf Augenhöhe. Was wir gemacht haben, das ist hier auf der Folie abgetragen. Also unsere Hauptaufgabe war es eigentlich, einen Katalog, einen Green IT-Katalog für das ITZ-Bund zu erstellen und daraus dann halt mal exemplarisch den mal aufzubereiten. Also das war der Fokus unseres Auftrages. Das haben wir abgearbeitet. Und zwar bringen wir aus unserer Beratungspraxis natürlich eine lange Liste mit von möglichen Green IT-Maßnahmen, die wir dann dementsprechend vorgestellt haben, mit dem Nachhaltigkeitsteam diskutiert haben. Die sind rein qualitativ bewertet worden, und zwar nach den Kriterien Komplexität der Umsetzung, CO2-Ersparnis natürlich an allererster Stelle, dementsprechende Kosten und das Umsetzungserfordernis, wie komplex das ist. Die sind also vorbewertet worden, daraus hat sich ein Ranking ergeben, und daraus haben sich dann die 10 Green IT-Maßnahmen ergeben, die wir für das ITZ-Bund auch gearbeitet haben. Das haben wir dahingehend gemacht, dass wir natürlich da mit den Fachabteilungen in Kontakt getreten sind, Datenrecherchen gemacht haben, Datenauswertung gemacht haben und die dann dementsprechend in einer ausführlichen Studie oder Dokument niedergeschrieben haben. Natürlich alle Daten, die wir genutzt haben zur Aufbereitung, haben wir dann natürlich aufbereitet und auch den Kunden zur Verfügung gestellt. Und wir haben eine Management-Auskopplung gemacht in Form eines One-Pagers in PowerPoint, also wo wir nochmal die ganzen Maßnahmen, die Findings, die wir gemacht haben, zusammengefasst haben und dem Auftraggeber überstellt haben. Damit Sie einen Eindruck kriegen, das sind die 10, die ist da auf der linken Seite abgetragen. Warum ich jetzt schon gleich 2 grün markiert habe, ist der Grund, weil das ITZ-Bund schon damit angefangen hat, sich mit der Umsetzung zu beschäftigen, also mit den Fachabteilungen dort Bestrebungen angängig zu haben, wie die jetzt in der nächsten Zeit umgesetzt werden. Also es ist ein bunter Mix eigentlich von unterschiedlichsten Green-IT-Maßnahmen, die wir dort haben. Also das sind eher so kleine Geschichten, wie zum Beispiel die Optimierung von Internet und Intranet-Webseiten. Also man kann da beispielsweise die CO2-Intensität von Webseiten kann man screenen und sieht dann halt, wie aufgrund von Bildern und multimedialen Elementen, die halt belastend sind oder weniger belastend sind, das haben wir gemacht. Und dementsprechend kann man jetzt dort, sage ich mal, den Optimierungshebel ansetzen. Dann haben wir ein paar größere Themen, das sieht man hier auch, vielleicht, dass ich das nochmal kurz erkläre, wie wir es hier in den Quadranten abgelegt haben. Also wir haben jetzt einerseits hier unten auf der X-Achse das Thema mit dem Business Case. Also wie positiv ist das? Was muss ich investieren, um was zu erreichen? Und je weiter das natürlich hier nach rechts geht, umso positiver ist das. Das Gleiche gilt auch für die Komplexität. Also das ist die Umsetzung, also die technische Komplexität. Je höher, umso besser eigentlich, um es einfach zu sagen. Und der Durchmesser der Blasen verdeutlicht eigentlich die Effizienz der CO2-Ersparnis. Und je dunkelgrüner das ganze Thema ist, umso besser ist die Rentabilität des Business Cases.
Wir sehen eigentlich, dass unsere Vorauswahl, die wir gemeinsam getroffen hatten, also wir hätten mal einen eintägigen Workshop mit dem Nachhaltigkeitsteam gehabt, die bewegen sich alle im Leader-Quadranten. Also wir haben den jetzt hier Top-Quadranten genannt und dementsprechend kommen diese Sachen dabei raus. Der einzige, der ein bisschen gelb wird, diese 06er-Geschichte, das ist das Förderung von Recycling und Upcycling. Das ist der Sache geschuldet, dass wir davon ausgegangen sind, dass die Hardware kostenlos an dementsprechende Institutionen abgegeben wird. Also das heißt, man könnte die auch verkaufen, man könnte die auch kommerziell nutzen, aber wir haben jetzt halt in unseren Ausführungen sind wir davon ausgegangen, dass wir oder dass das ITZ-Bund die Empfehlung haben wir zumindest gegeben, die dann halt an dementsprechende Institutionen weitergibt. Also da fällt kein Entgelt dafür. Und so sind wir die ganzen Sachen durchgegangen, die haben wir alle abgearbeitet. Da sind natürlich große Maßnahmen mit dabei, die natürlich besonders viel CO2 einsparen können. Also die 02er zum Beispiel, das der Einsatz reparaturfreundlicher und haltbarer IT-Hardware, das ist ja bei dem Vortrag vor uns rausgekommen. Das ist meiste sind dann halt auch die Sachen, die an CO2 in den Produkten enthalten sind. Und je länger man die natürlich nutzt, so besser ist natürlich die CO2-Bilanz am Ende. Und das haben wir alles abgearbeitet, dementsprechend dargestellt und sind dann zu den Ergebnissen gekommen. Also insgesamt über alle 10 Maßnahmen, die gerade dort abgetragen waren, ist eine Einsparung von 3.800 Tonnen CO2 möglich, wenn die dementsprechend umgesetzt werden. Ich habe das dann mal umgerechnet, quasi in, was müsste man an Bäumen pflanzen oder abgelten, wenn man das jetzt ausgleichen wollte. Und das wären 304.000 Stück. Und das habe ich mal in einer Fläche umgerechnet. Das sind circa 860 Hektar. Das ist viermal der große Tiergarten oder 1140 Fußballfelder. Also auch diese 3.800 machen doch schon erheblich was aus. Wenn man sich einfach mal in Google mal den großen Tiergarten anschaut und das mal 4, da würde ich mal sagen, da kommt eine ganze Menge bei rum und es wird sich lohnen, die Sache anzugehen. Bitte. In welchem Zeitraum denn? Sprechen wir von einem Jahr, von 10 Jahren? Ja, die müssen natürlich erstmal wachsen noch ein bisschen, die Bäume halten. Ja, am Anfang sind es Zöglinge. Aber ich sag mal, die haben das Potenzial, das CO2 dann, wenn sie dementsprechende Größe erreicht haben, auszugleichen. Frage ist, glaube ich. 3.800 Tonnen genau. Einsparungspotenzial. Oh ja, das wäre pro Jahr. Das wäre pro Jahr, ja. Also das meinen Sie, Entschuldigung, habe ich nicht richtig verstanden. Die Bäume mit so. Es gibt eine Frage im Chat von Manuel Steinberg, der fragt, gibt es Beispiele für die Quantifizierung, Messung, zum Beispiel für Punkt 10? Punkt 10. Ja, wir haben da, also wenn er das genau wissen will, ich kann das gerne zukommen lassen. Es gibt halt so Scanner, die man dort nutzen kann, die sind auch online verfügbar. Und dementsprechend kann man halt jede Webseite ansteuern und sich quasi den Output anschauen. Also was jetzt dort an CO2-Belastung auch für die einzelnen Elemente einer Webseite, also welche Multimilliarden-Elemente, welche Bilder, was die verursachen. Das kann man genau ablesen und dementsprechend daraus einen Bericht sich generieren lassen. War das die Frage? Ja, also Herr Steinberg, Sie können sich auch kurz entmuten und ja. Machst du Daumen hoch? Gut, Daumen hoch. Wunderbar. Ja, passt. Wollte nur so wissen, welchen Ansatz man da verwendet für die Quantifizierung. Also auch zum Beispiel für Punkt 7 würde mich jetzt auch noch interessieren, wie da die Anleitung, Templates für nachhaltige Nutzung von MS Office, an welchen Punkten man so da die Bewertung machen könnte. Also wir können gerne auch noch mal bilateral in Kontakt treten, wenn Sie das möchten. Also kein Problem. Ja, gerne. Das ist okay. Ja. Ich kann Ihnen das gerne noch mal im Detail noch mal darstellen. So, das hatten wir schon hier. So, was wir jetzt auch mal gemacht haben, also wir haben jetzt quasi in unserer Abteilung von einem Bacheloranden eine Arbeit schreiben lassen, wo wir es einfach mal ausgedehnt haben auf Mitarbeiterinnenarbeitsplätze beim Bund. Also was wäre, wenn der Bund jetzt, also es geht hier nur um die Mitarbeiterarbeitsplätze, nicht um das, was jetzt vorher bei den 10 Top-Maßnahmen dort dargestellt war. Wäre jetzt zum Beispiel bei, man hat das konventionelle Telefon nicht mehr, man nutzt die Hardware etwas länger und da haben wir mal das Potenzial jetzt aufgezeigt, was das bedeuten könnte, wenn man die gesamte Bundesverwaltung dementsprechend ausstatten oder angehen würde, was ja, sage ich mal, durch den Hebel des ITZ-Bunds gegeben ist. Und da kommen natürlich auch beeindruckende Zahlen raus. Ne? Also 22,7 Kilotonnen und 17,5 Gigawattstunden, das sind schon mal große Sachen. Aber brechen wir es mal runter und sagen, das sind 5% des gesamten Stromverbrauchs der Bundesverwaltung derzeit. Das wäre leicht zu realisieren, leicht zu machen. Und wir haben natürlich im ITZ-Bund den Kunden, der das tun kann und auch bewegen kann. Und darum habe ich dieses Beispiel Ihnen mal mitgebracht, damit das mal transparent wird. Die 81 Millionen Einsparungen, die lassen wir mal beiseite. Die sind jetzt nicht ganz so wichtig. Wenn man das natürlich auf den gesamten CO2
Verbrauch der Emissionen von Deutschland bezieht, wird es natürlich ein bisschen lächerlich, aber für die Bundesbehörden ist es auf jeden Fall ein Punkt, den man verfolgen sollte. Gut, dann würde ich jetzt noch mal einen kurzen Überblick geben über die Fokusthemen im Bereich Green IT und Nachhaltigkeit. Also ein bisschen auf die Zeit. Ja, ich war eigentlich, ja, alles klar. Genau, also insgesamt habe ich ja schon eingangs berichtet, versuchen wir dieses Thema Nachhaltigkeit, Green IT ein bisschen zu strukturieren. Wir beschäftigen uns nicht mit ökologischer, sondern auch mit sozialer und ökonomischer Nachhaltigkeit. Wir führen gerade das Umweltmanagementsystem EMAS ein, damit wir die Umweltleistung und Umweltauswirkungen noch ein bisschen mehr transparent darstellen können und messen können. Wir beschäftigen uns mit der nachhaltigen Beschaffung, mit der nachhaltigen Software und vor allem auch mit dem Thema der nachhaltigen drin. Unten dargestellt, so als Basis, die Datenbasis, KPIs Controlling, sehr, sehr wichtiges Themenfeld, weil wir stellen mal wieder fest, es ist gar nicht so leicht, ist, an diese Daten zu kommen, die man eigentlich braucht, um wirklich sagen zu können und messen zu können, sind wir dann nachhaltig unterwegs. Das ist eine große Herausforderung, obwohl man das gar nicht denken würde. Genau, sehr viele Datenzentren, da machen wir schon einiges seit einigen Jahren. Die werden seit 100% mit Ökostrom betrieben. Energieeffizienzmaßnahmen, die wir auf unseren Flächen umsetzen können, sind umgesetzt. Zum Beispiel eine Kalt-Warm-Gang einer Hausung. Das heißt, dass man sozusagen die Luftströme im Rechenzentrum intelligent lenkt, dass sie die warme Luft wieder transportieren können. Die Abwärme wird genutzt, teilweise wieder auf einem Campus in Frankfurt. Da werden die gesamten Büroräume mit Abwärme beheizt. Also das wird auch soweit irgendwie aktuell möglich alles schon gemacht. Wir weisen auch in unserem Geschäftsbericht, wir sind eine Bundesanstalt öffentlichen Rechts, haben Verwaltungsrat, müssen Geschäftsbericht veröffentlichen. Da werden auch KPIs für Rechenzentren drin geführt. Wir beteiligen uns proaktiv an einer Arbeitsgruppe des Bundesumweltministeriums, der sogenannten Geschäftsstelle Green IT, die im Bereich Green IT versucht, Standards zu setzen und sozusagen Maßnahmen für die Bundesverwaltung umzusetzen. Und wenn wir neue Rechenzentren erkunden, dann versuchen wir immer, dann stehen für uns Nachhaltigkeitskriterien mal ganz zentral im Mittelpunkt sozusagen. Ne? Wir kriegen jetzt ein neues Rechenzentrum in Berlin dazu, dann auch in der Presse, plötzlich in Schmargendorf. Werden wir den Blauen Engel für Rechenzentren auch tatsächlich bekommen. Ja, der Blaue Engel ist für uns ein wichtiges Thema. Beschäftigen wir uns mit, gucken uns also in unseren bestehenden großen Master-Rechenzentren an, welche Kriterien wir erfüllen, welche nicht, machen da Gap-Analysen. Insgesamt ist der Blaue Engel sprengt den Rahmen jetzt, ein sehr herausforderndes Thema tatsächlich. Dem widmen wir uns aber, versuchen da, was wir können und versuchen sozusagen, möglichst energieeffiziente und nachhaltige Rechenzentren auszubauen. Vielen Dank. Also, das kostet ja einiges, ne? Was sozusagen der erhöhte Monetärbedarf ist, um damit dann zu kriegen. Das ist genau ein Thema. Wenn sozusagen wir zu unseren Betreibern gehen und sagen, wenden wir den Blauen Engel, dann sagen die Betreiber in der Regel, das kostet Geld. Mhm. Das kostet meistens auch nicht wenig Geld. Wir reden dann teilweise über Austausch von Kühlanlagen, von Kühlsystemen, großen Migrationsprojekten und so weiter. Klar, das Geld muss irgendwo herkommen. Das sind Haushaltsmittel, die müssen sozusagen über den üblichen Weg angemeldet werden und da muss irgendwer sagen, bietet die Politik. Gibt es dann die Daumen, wie viel teurer das wird? Nee, das kann man nicht sagen. Da auch so ein bisschen von der jetzt wahrscheinlich neue Rechenzentren bauen, wird es einfacher sein und besser als. Genau, da wird das von vornherein berücksichtigt. Genau, gestern ist halt das neue Energieeffizienzgesetz ins Bundeskabinett gegangen, da gibt es auch mal weitreichende Regelungen für Rechenzentren. Eine Frage noch von Thomas Hempfer aus dem Chat. Gibt es beim ITC-Bund ein CO2-Reporting für die Kunden, in Anführungszeichen, das unterscheidet in die Scope 1 bis 3 Emissionen? Ja, guter Punkt. Wir fertigen tatsächlich gerade unsere erste Klimabilanz an, beziehungsweise haben die Daten dafür schon an die sogenannte KKW, die Koordinierungsstelle Klimaneutrale Bundesverwaltung, beim Bundeswirtschaftsministerium berichtet, so wie alle anderen Bundesbehörden das auch machen müssen Ende letzten Jahres. Da geht es erstmal nur um Scope 1 und Scope 2 Emissionen. Scope 3 Emissionen sind da erstmal so vor, weil die einfach sehr, sehr schwer zu bestimmen sind. Ne? Da geht es um Scope 1 und Scope 2. Wie gesagt, da haben wir eine Datenherausforderung, aber wir berichten diese Werte, die dafür notwendig sind, seit Ende letzten Jahres im Klacker. Genau. Ist die Frage beantwortet, Herr Himka? Ansonsten gerne auch im Nachgang. Und die Folie würde ich jetzt nicht mehr im Detail darstellen oder erklären. Da geht es nur noch mal um eine Darstellung der Rechenzentren. Wo wird eigentlich die Energie im Rechenzentrum verbraucht? Das wird einfach nochmal darstellen. Das ist sozusagen nicht nur, welche Server die an- und ausgeschaltet werden und in Klimaanlage, sondern es gibt sozusagen viele Verbraucher in so einem Rechenzentrum. Man muss halt immer gucken, an welcher Stelle man was tun kann. Manche Stellen sind einfacher. Die Server, Speicher, Netzwerke haben wir selbst in der Hand. Da kann man ein bisschen was machen, Auslastungsgrad erhöhen, beispielsweise energieeffiziente Komponenten verwenden. An anderen Stellen, hatte ich gerade schon gesagt, Kühlsystem und so weiter, ist immer sehr, sehr schwierig, weil es aber große und fest verbaute Systeme sind, die mit der Gebäudetechnik fest verbunden sind.
Genau, dann kommen wir noch zum Ausblick. Wir führen gerade EMAS ein, hatte ich schon gesagt. Wir müssen unsere Datengrundlage verbessern. Das ist ganz klar eine Herausforderung. Die Rechenzentren müssen grüner werden, müssen nachhaltiger und effizienter werden. Dazu kooperieren wir mit unseren Partnern im Rechenzentrumsbereich, versuchen da sozusagen, was möglich ist. Wir setzen weitere Greener-Team-Maßnahmen ein, um. Einige davon haben wir gerade gesehen. Das ist ganz klar auch jetzt was wir uns für unser EMAS-Umweltprogramm vornehmen werden für die nächsten Jahre, sozusagen daraus Maßnahmen umzusetzen, auch in der Beschaffung anzusetzen und zu sagen, dass wir da die Nachhaltigkeit steigern, indem wir langlebigere Geräte, freundlichere Geräte kaufen. Genau, und auch das Thema Klimaneutralität 2030 haben wir auf dem Schirm. Also wir müssen ja laut Gesetz, Bundesklimaschutzgesetz, bis 2030 klimaneutral werden als Bundesbürger und haben uns da auch vorgenommen, eine Roadmap zu erstellen, die sonst auch zeigt, wie wir da hinkommen. Auch da gibt es Vorgaben der KKW und wird es dieses Jahr auch noch neue Vorgaben geben. Aber das Thema ist bei uns sozusagen auch präsent und da beschäftigen wir uns bereits mit. Damit werden wir am Ende des Vortrags angelangt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ihm nochmal einen Link zu senden. Wir haben auch ein druckfrisches White Paper zu der ganzen Thematik rausgebracht. Können Sie dann die Teilnehmer verteilen, ja? Vielen Dank. Ja, angesichts der Zeit, da jetzt schon einige Fragen gestellt wurden, würde ich direkt zum nächsten Vortrag übergehen. Wir schauen nämlich im nächsten Vortrag ins Ausland. Unter anderem und lernen dort einige Best Practice-Beispiele zu Digitalisierungsprojekten kennen, beziehungsweise das sind, glaube ich, Leuchtturmprojekte. Und in der Studie ist unser Laborpartner Cassini der Frage nachgekommen, wie in diesen jeweiligen Leuchtturmprojekten Digitalisierung als Hebel für Nachhaltigkeitsbestrebungen ausgehen kann. Und ich und nicht das Raum Hartwig. Kommen wir nach vorne und über die Ergebnisse der Studie informiert. Frau Hartwig ist bei Cassini Senior Consultant und im öffentlichen Sektor und leitet dort bei Cassini eine interne Taskforce zur Weiterentwicklung dieses Feldes an der Schnittstelle von Digitalisierung. Dankeschön. Gut. Genau. Ja, wir sind überzeugt, ja, dass die Bundesverwaltung ganz klar, ja, es wurde auch schon gehört, eine Vorreiterrolle, Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenzubringen. Die beiden Themen, klar, das sind die Themen unserer Zeit, ja, und natürlich auch heute hier Fokus dieser Veranstaltung und haben hier auch schon sehr viele spannende Ansätze gehört. Und genau hier setzt auch unsere Studie an, die wir gemeinsam mit der Hertie School und dem Center for Digital Governance veröffentlicht haben. Und da betrachten wir konkret die Fragestellung, ja, wie stellt sich die Bundesverwaltung aktuell auf an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit und wie eben auch erwähnt wurde, ja, was kann auch der Blick ins Ausland für wertvolle Impulse bieten. Genau, ich bin Kira Hartwig, ich habe das ja eben schon vorgestellt, bin hier mit meinem Kollegen David Wiechmann, der einen Geschäftsbereich verantwortet. Ja, und wir sind Beraterin für den Public Sector von Cassini Consulting und freuen uns natürlich sehr, heute hier zu sein und die Impulse auch zu teilen, die wir in der Studie abgeleitet haben und auch auf die weiterführenden Diskussionen. Im Einstieg der Studie haben wir gesehen, ja, es fehlt nicht an rahmengebenden Dokumenten. Ja, zu nennen sind beispielsweise ja die Datenstrategie, Digitalstrategie, aber auch die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie, nicht zuletzt natürlich der Koalitionsvertrag und auch das Klimaschutzgesetz, wo eben auch schon mal drauf eingegangen wurde. Wir sehen überall Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitskomponenten und auch schon im ersten Ansatz, beispielsweise mit der umweltpolitischen Digitalagenda, ist sicherlich auch einigen ein Begriff, initiiert eben auch vom Umweltbundesamt, wo man versucht, beides zusammenzubringen. Aber wir haben auch gemerkt im Zuge der Bearbeitung jetzt der Studie, dass meistens die Themen noch in Silos bearbeitet werden. Und deswegen haben wir eben genau auch geschaut, was kann denn wirklich jetzt der Blick ins Ausland für wichtige Impulse auch für die Bundesverwaltung liefern. Und da haben wir uns Praxisbeispiele angeschaut, sehr viele an der Zahl tatsächlich, und diese dann auch versucht zu kategorisieren. In verschiedenen Dimensionen, die Sie jetzt hier auch in diesen
Haus sehen und genau haben da ja Strategie, Organisation, Infrastruktur beispielsweise, aber auch querschnittliche Themen ausgemacht, in die sich diese Praxisbeispiele auch einsortieren lassen. Und ich würde gerne die Dimension einmal vorstellen, so ein bisschen praxisnäher, indem ich auch diese 6 Leuchtturmprojekte, haben wir es jetzt genannt, einmal vorstelle, die sich in die Dimension einordnen lassen. In der Studie haben wir gesehen, dass die Leuchtturmprojekte sich stark auch auf die europäischen Vorreiter konzentrieren, einfach weil sie dementsprechend auch besser übertragbar sind, ja, für die Bundesverwaltung. Und da haben wir im Bereich Strategie, sehen wir, dass ein Erfolgsfaktor ist tatsächlich, wenn man Digitalisierung und Nachhaltigkeit zusammenbringt, ja, in einer übergreifenden Strategie tatsächlich. Und hier, Großbritannien hat das auch gemacht, in dem Verteidigungsministerium in Großbritannien, da wurde eine Strategie auch verfasst, die konkret ausschließlich auch mit dieser Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit beschäftigt. Und die Maßnahmen, die hinterlegt sind, ja, die werden natürlich dadurch auch messbar gemacht in einem übergreifenden Controlling. Außerdem die zweite Dimension, Organisation, die wir ausgemacht haben, da sehen wir, dass institutionell auch Digitalisierung und Nachhaltigkeit entsprechend verankert werden muss in den Ministerien. Und da lohnt sich auch der Blick nochmal nach Großbritannien. Hier hat man tatsächlich ein dezidiertes Team geschaffen. Das nennt sich das STAR-Team, also Sustainable Technology Advice and Reporting Team, die sich konkret damit beschäftigen, die Berichterstattung für Maßnahmen an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu koordinieren. Infrastruktur ist die dritte Dimension, die wir ausgemacht haben. Von den Praxisbeispielen, da lohnt sich ein Blick hier nach Österreich. Da sind wir in den Bereich, ja, Städteplanung gegangen. Da wird auch ein KI-Ansatz genutzt, ja, um tatsächlich Städte in unterschiedlichen Wetterbedingungen zu betrachten in einer Simulation und da dann auch Rückschlüsse ziehen zu können in der Städteplanung. Da werden dann auch Nutzeranforderungen recht früh in den Designprozess auch mit einbezogen, um tatsächlich Nachhaltigkeit und eben auch Lebensqualität zu befördern. Dann haben wir noch den Bereich Umweltmanagement und das querschnittliche Thema der Datenwirtschaft. Ja, auch ganz wichtig unseres Erachtens nach. Und da lohnt sich ein Blick mal nach Schottland. Die haben nämlich eine Plattform geschaffen, Scotland's Environment Web nennt sich das, ein sogenannter One-Stop-Shop, ja, wo man jegliche Umweltdaten auch auf diese zugreifen kann. Und Herzstück dieser Plattform sind sogenannte Umweltkarten. Ja, da kann man dann Bodenbeschaffenheit, aber auch Luft- und Wasserqualität einsehen und basierend dann darauf datengetriebene Entscheidungen treffen. Auch sehr spannend. Und dann kommen wir zu den zwei letzten Dimensionen, die wir haben. Das eine ist Innovation. Wir sehen ja vermehrt Projekte auch im Bereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit und immer noch schwierig dazu entscheiden, okay, für welche Projekte entscheidet man sich jetzt. Und dann hat man in Schweden eine Innovationsagentur gegründet, die nennt sich Vinnova. Und die haben Digitalisierung und Nachhaltigkeit tatsächlich zur Maxime gemacht, wenn es darum geht, verschiedenste Projekte auch zu bewerten und dann entsprechend zu fördern. Und jetzt komme ich zum Ende, und zwar die letzte Dimension, nämlich ganz wichtig, ich denke, das wissen Sie auch alle, die Zusammenarbeit privater und öffentlicher Sektor. Da haben wir in Dänemark State of Green. Das ist eine Organisation, die sozusagen am Sweet Spot genau dazwischen recht unbefangen agieren kann und aber auch beide Akteure dann an einen Tisch bringt und da gemeinsame Projekte zwischen Unternehmen in Dänemark und auch der öffentlichen Verwaltung fördert. Ich würde gerne weitergehen, nicht zu tief einsteigen in die Praxisbeispiele, sondern eher verweisen auf die Studie und jetzt nochmal auf die Bundesverwaltung zu sprechen kommen. Denn es ist ja auch wichtig, okay, was für Rückschlüsse können wir denn jetzt tatsächlich ziehen? Was bedeutet das für die Bundesverwaltung? Und konkret natürlich auch die Frage, was wird schon gemacht? Und welche Impulse können wir nutzen, die ich eben kurz angerissen habe? Da haben wir Interviews geführt, ja, unter anderem auch mit dem Umweltministerium oder auch mit dem Digitalministerium, dann auch mit dem Rat für nachhaltige Entwicklung und den Uber. Sehr spannend und haben dann das Ganze zusammengebracht und diese 4 Handlungsempfehlungen einmal ausgemacht. Und ich würde einmal genau mit der ganzheitlichen Strategie beginnen. Damit hatte ich ja auch mit Großbritannien angefangen. Wir haben gesehen, dass diese noch nicht
existiert. Ja? Es fehle an einer gemeinsamen Stoßrichtung, die dann auch alle relevanten Akteure hinter sich sozusagen vereinigt und eine Richtung vorgibt, ganz wichtig. Das wurde dann auch noch in Bezug gebracht mit einem starken Mandat, ja, dass man das auf höchster politischer Ebene auch verankert, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Auch im Bereich jetzt hier, zweite Handlungsempfehlung, die wir ausgemacht haben, Organisation und Prozesse. Wichtig, dass man Digitalisierung und Nachhaltigkeit, also diese Schnittstelle entsprechend halt auch in den Ministerien verankert. Und da haben wir aber aus, wir haben schon einzelne Schritte gegangen, ganz klar. Also im Umweltministerium oder im BMDV gibt es auch explizite Referate, die neu gegründet werden, die eben genau Digitalisierung und Nachhaltigkeit sich damit beschäftigen. In unseren Interviews haben wir dann aber auch erfahren, dass teilweise Stellen noch nicht besetzt sind, das Ganze ein bisschen länger dauert oder tatsächlich auch noch Kompetenzen fehlen, ja, wie man beide Themen zusammenbringt. Dritte Handlungsempfehlung nochmal, die Zusammenarbeit. Wir sehen ja, ich hatte es eingangs auch kurz erwähnt, die Themen zerstückelt über unterschiedliche Ministerien und nachgelagerten Behörden. Ja. Also wir haben das BMUV, das BMDV mit der Digitalbranche auch im Hintergrund, das BMBK, das ganze Thema klimaneutrale Bundesverwaltung dort auch verortet und natürlich auch das UBA, ganz wichtig. Sehr viele Akteure, die zusammenzubringen sind. Ja, das funktioniert aktuell sehr gut über Eigeninitiative. Beispielsweise auch Arbeitsgruppe Green IT wurde da sehr hervorgehoben. Umso wichtiger, dass man das Ganze nochmal institutionalisiert und festlegt. Ja, weil diese Zusammenarbeit und übergreifende Koordination sich ja auch als Erfolgsfaktor erwiesen hat. Natürlich dann auch mit dem Privatsektor. Ja. Und das letzte, Datenaktualität, Nutzerzentrierung, haben wir so ein bisschen abgeleitet, auch wenn wir diese ganzheitliche Strategie haben, ja, und wenn wir Maßnahmen haben, die sich explizit eben mit dieser Schnittstelle auch auseinandersetzen, ganz wichtig, dass man dann auch eine gemeinsame Plattform hat, die Daten auch einheitlich sammelt und auswertet, um dann auch den Fortschritt entsprechend messen zu können, ja, und den Fortschritt transparenter zu machen und natürlich auch kommunizieren zu können, ich glaube auch ganz wichtig, was aktuell in der Bundesverwaltung eben auch für Erfolge erzielt werden können. Und noch eine wichtige Erkenntnis, die hier dem Ganzen vielleicht auch übergreifend zu nennen ist, ist, dass wir in unseren Interviews durchaus gemerkt haben, das Bewusstsein ist da, ja, bei allen Akteuren. Digitalisierung und Nachhaltigkeit in aller Munde, beides jetzt zusammenzubringen, das ist die Herausforderung. Ja. Und jetzt geht es eben darum, das Ganze umzusetzen. Und ich glaube, wir hatten es mehrmals gehört, Digitalisierung kann Brandbeschleuniger sein, für natürlich den Klimawandel, kann aber auch eine Kraft sein, ja, wirklich auch die Nachhaltigkeitstransformation positiv zu beeinflussen und diesen Weg zu gehen. Das ist jetzt tatsächlich die Herausforderung und ich denke, dass auch so eine Veranstaltung wie heute ja sensibilisiert dafür. Ich fand die Vorträge heute auch schon sehr, sehr spannend, sehr spannende Einsichten und auch weiter mit Ihnen zu diskutieren über die Implikationen, die wir von der Studie jetzt vorgestellt haben, aber natürlich auch darüber hinausgehend, stehen wir für Fragen jederzeit zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind, glaube ich, sowieso etwas außerhalb der Zeit, deswegen ist das gut. Gibt es dazu Fragen hier aus dem Raum oder digitalen Raum? Ich hätte mich gefragt, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind beides für sich schon so komplexe Themen im Bereich Digitalisierung. Die Steuerung, die übergreifende Steuerung erleben wir regelmäßig, wie es jetzt sich auf mehrere Ministerien verteilt. Wenn man dann versucht, die beiden Themen zusammenzubringen, wie man da einen sinnvollen Umgang findet, stelle ich mir sehr schwierig vor. Gibt es da nochmal aus den Studien heraus, aus dem Ausland, irgendwie Erkenntnisse, wie man so eine noch gesteigerte Komplexität in den Griff bekommen kann? Oder? Ja, genau. Also konkret hatten wir da jetzt kein explizites Praxisbeispiel, aber was wir eben gemerkt haben, ist, dass es zum einen festgelegte Rollen und Verantwortlichkeiten braucht und eine Federführung, die sich verantwortlich zeigt, da diesen übergreifenden Rahmen zu spannen, beispielsweise. Ja, und dann könnte man jetzt hier auch, um irgendwie den Rückschluss vielleicht auch zu ziehen, auf ja, das federführende Ministerium, also vielleicht auch federführende Bundeskanzleramt verweisen. Ja, ist es da gut aufgehangen auf höchster politischer Ebene, vielleicht diesen Rahmen
aufzugeben. Das wäre eine Idee. Wir brauchen auf jeden Fall eine Erkenntnis aus dieser Studie, halt jemanden, der da klar eine Stoßrichtung auch vorgibt. Ansonsten beruht weiterhin sehr, sehr viel auf eigene Initiative tatsächlich. Also vielleicht gibt es zukünftig nicht nur den CIO, sondern auch den CSIO, den Chief Sustainability Information Officer, oder wenn man das sich in einer Person oder einer Stelle vorzustellen. Okay. Ja, vielen Dank. Es gab schon einen Teilbereich der Studie aus Dänemark in unserem letzten Vortrag. Haben wir, ich war gerade schauen, ob der auch online. Ja, haben wir nämlich einen Online-Vortrag von Herrn Müller-Wohlfahl, der von einem Projekt zusammen mit unserem Laborpartner C-Brain berichten wird aus der dänischen Umweltbehörde, deren dänischen Namen ich mich nicht traue auszusprechen. Und wird Herr Wohnfall wird dort berichten über ein Projekt, in dem die nachhaltige Digitalisierung von Fachverfahren angegangen und umgesetzt. Vielen Dank für die Einladung, dass wir hier dabei sein können und auch, dass wir das Format so aufsprengen, dass es dann durch eine virtuelle Teilnahme ergänzt werden kann durch Mitarbeiter von den Ingenieurswesen, also der dänischen Umweltbehörde. Mein Name ist Norman Schreiber, ich bin bei C-Brain für Product Management und Compliance verantwortlich. Und wir wollen Ihnen heute mal zeigen, wie die Digitalisierung der Verwaltung eigentlich zu Nachhaltigkeit beitragen kann. Ich glaube, das kennen wir alle so bisher. Das ist sozusagen ein Effekt, den wir alle kennen. Also nachhaltig Papierberge zu verkleinern, das ist zum Beispiel der erste Schritt, den man da wagen kann. Aber wir haben, wir springen gleich mal diese Slide, wir haben natürlich auch eine andere Herausforderung. Das ist nämlich diese Lücke eigentlich, die immer zwischen dem politischen Ziel und dem eigentlichen Handlungsgrad entsteht. Und hier sehen wir, also wir bewegen uns in diese Richtung, wollen aber hier gerne sein. Und um genau diese Lücke schließen zu können, ist es wichtig, Digitalisierung zu integrieren. Hier wird darauf hingewiesen, dass wir zwar keine Zeit, aber ganz viele Lösungen haben. Und ich will da gerne auch nochmal den Impuls hier heute aufgreifen, denn wir haben eigentlich schon eine Vielzahl von unterschiedlicher smarter Technologien zur Verfügung. Also Gebäude, Transport und so weiter. Wichtig ist, denke ich, dabei, genau diese Technologien miteinander zu verknüpfen. Und wir sind der Ansicht, dass genau smartes Government, Smart Government, genau dies auch unterstützen kann, um genau diese Synergien herbeizuführen. Ein Teil dieser Lösung, wir sind überzeugt, das ist Klimagovernance. Das ist eigentlich etwas, was sich, Governance, das wendet sich an die drei Ziele des Pariser Klimaabkommens. Dabei kann Climate Governments eine Schlüsselrolle spielen. Zum Beispiel, wenn man darauf eingeht, keine Toleranz gegenüber zeitlicher Verzögerung oder bürokratischen Hindernissen einzugehen. Also eine effiziente und beschleunigte Handlungsstruktur. Und natürlich auch würde man über die Anwendung oder Wiederverwendung von Best-Practice-Beispielen natürlich auch dazu beitragen können, schnelle und Risiko nicht freie, aber jedenfalls Risiko geringe Lösungen dort herbeizuführen. Ein Teil ist unsere digitale F2-Plattform, über die Dirk immer, denke ich, gut Bescheid weiß und im Nachgang dann über die Arbeit damit moderieren kann. Wir sehen das als Vorteil, als Zentrum mit dieser Plattform zu unterschiedlichen bestehenden Systemen, aber auch zu anderen ICT zum Beispiel integrieren zu können. Das beginnt mit dem Online-Antrag und dessen Bearbeitung
bis hin zur eigentlichen Analyse auf Grundlage von Daten, die damit die diesen Antrag oder dieses Verfahren unterstützen. Bisher konnten wir auf Grundlage dessen eine Vielzahl von Lösungen entwickeln. Wir haben dazu auch nochmal Material mitgebracht, wenn Sie da weiter interessiert sind. Und ich würde Sie jetzt ansonsten den Vortrag von der GTIN überlassen. Und sende meine besten Grüße nach Dänemark. Ja, herzlichen Dank für die einleitenden Worte. Einen schönen Gruß nach Berlin und den Rest der Republik an diejenigen, die virtuell eingeschaltet sind. Ich freue mich darauf, Ihnen heute einen kurzen Einblick über unsere Arbeit, die Arbeit unseres Amtes und der Anwendung von F2 geben zu können. Wir hatten vorher abgesprochen, dass eventuelle Fragen vielleicht nach dem Vortrag gestellt werden können, aber das können Sie ja von Berlin aus dann leiten, denke ich. Die dänische Umweltbehörde oder Miljøstyrelsen, wie von Norman auch angesprochen, ist eine nationale Behörde für die Überwachung der Umwelt in Dänemark. Wir sind dem dänischen Ministerium für Umwelt direkt unterstellt, also vergleichbar dem Umweltbundesamt mit gewissen Einschränkungen, auf nationaler Ebene tätig und auch begleitet von anderen Umweltbehörden, Naturschutzbehörden. Die dänische Umweltschutzbehörde überwacht die Umwelt in Dänemark. Wir sind auch für die Verwaltung der Natureinheiten zuständig und für die Berichterstattung an die EU beispielsweise. Unsere Aufgabe ist es, das saubere Wasser zu sichern, eine saubere Luft und eine reiche Natur, so als die Hauptpunkte, die dort genannt werden, dass wir Produkte anwenden und recyceln, die sichere Chemikalien enthalten. Das heißt, wir unterliegen im Grunde der gleichen europäischen Gesetzgebung und nationalen Gesetzgebung, wie wir das auch aus Deutschland kennen. Wir unterstützen die grüne Produktion in Unternehmen und tragen damit insgesamt global und lokal zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Ähnlich wie in anderen Ländern sind wir auch an verschiedenen Standorten vertreten, insgesamt 10 bei uns. Haben in etwa 1000 Mitarbeiterinnen verteilt, mit dem Hauptsitz in Odense, wo ich auch arbeite, selbst im Bereich internationale Kooperation. Ich habe einen Hintergrund im Bereich Grundwasser, Grundwassermodellierung. Und von daher bin ich es eigentlich gewohnt, digital zu arbeiten. Ein Großteil unserer Arbeit, auch schon vor Einführung von F2, hat eine digitale Dimension. Also ich denke, dass ein Großteil des Verdienstes von F2 darin besteht, diese digitalen Daten zusammenzuführen und die Prozesse, die sich daraus ergeben, zu sichern. Die Miljøstyrelsen verfügt über ein jährliches Budget von etwa 185 Millionen Euro. Und ein Teil unserer Aufgaben wird auch über Gebühren finanziert. Also Teile der Aufgaben, die jetzt auch von F2 unterstützt werden, finanziert sich über die Abgaben, die Antragsteller zu leisten haben. Was ist die Herausforderung? Die dänische Umweltbehörde verfügt über ein relativ umfangreiches Portfolio an administrativen Prozessen und Dienstleistungen. Man hat das ursprünglich mal kartiert in etwa oder mehr als 250 einzelne administrative Prozesse und Dienstleistungen, bei denen eine Bearbeitung von einer großen Anzahl verschiedenster IT-Systeme zum Einsatz kommt. Und oftmals handelt es sich dabei auch um Altsysteme, die miteinander konkurrieren und jedenfalls nicht kompatibel sind. Im Zuge des ökologischen Wandels und der existenziellen Krisen ist der Bedarf nach Steigerung der Handlungsgeschwindigkeit markant gewachsen. Also das ist ja deutlich, wenn wir in der Öffentlichkeit mit Umweltproblemen konfrontiert werden, dann ist auch eine große Erwartungshaltung in der Öffentlichkeit, dass wir schnell agieren als politische Einheit. Also die Erwartungen sind groß hinsichtlich der schnellen, effektiven Umsetzung politischer Ziele und Ergebnisse innerhalb von den verschiedenen Umweltbereichen, für die wir verantwortlich sind. Und das betrifft sowohl den Klimaschutz als auch Maßnahmen zur Erhaltung, Pflege und Ausweitung der Biodiversität, Förderung erneuerbarer Energien und die Unterstützung der zirkulären Ökonomie, ebenso wie die Gewährleistung einer aus jeder Sicht nachhaltigen Trinkwasserversorgung, mit der ich selbst gearbeitet habe.
Und zur Unterstützung dieser Vielzahl der Prozesse hat ein Jurastudent zusammen mit Sweetbrain den F2-Portfolio-Ansatz entwickelt. Ich denke auch, dass das wirklich als eine Zusammenarbeit gesehen werden kann. Wenn man sich die verschiedenen Flows anguckt, die Prozesse, die dort zu unterscheiden sind, da können wir von zwei verschiedene Kategorien unterscheiden. Einerseits die vertikalen Flows und auf der linken Seite der Figur erkennbar hier. In beiden Fällen fungiert F2 als Plattform zur Bearbeitung von Verwaltungsvorgängen, aber auch für Austausch zwischen Mitarbeitern mit einer Chat-Funktion, die vorhanden ist, oder zur Kommentierung der Sachbearbeitung, Zuweisung von Aufgaben. Also wir sind es gewohnt im Grunde, wenn wir uns E-Mails zuschicken, dass die häufig verbunden sind noch mit Kommentierung, auf die wir eingehen können. Auf der linken Seite, wie gesagt, das sind die vertikalen Flows, die dort erkennbar sind. Erfahrungsgemäß haben wir im Hause mit etwa 2000 Anfragen und Genehmigungen zu tun, die zum Teil einen politischen Hintergrund haben und eine relativ zügige Abwicklung erfordern. Wenn wir hier von vertikalen Flows sprechen, dann hat es damit zu tun, dass es verschiedene Hierarchieebenen gibt. Also dass man als Sachbearbeiter verantwortlich ist den Sachverlauf zu registrieren, die eigentliche oder die, der gesamte Mitzeichnungsprozess wird hier registriert und bis hin zur Beantwortung in das Parlament, also auf höchster Ebene könnte es dann in diesem Fall beispielsweise der Minister sein, der mit der Sachbearbeitung, Resultat der Sachbearbeitung ausgestattet wird und der gesamte Verlauf ist erkennbar. Also die Kommunikation ist dokumentiert unterwegs von der Anfrage des Parlaments bis hin zur Sachbearbeitung und der Antwort an den Minister zum Schluss. Auf der anderen Seite haben wir horizontale Flows, wo die Hierarchieebene nicht entscheidend ist, sondern wo es darum geht, Gelder für Zuschussverfahren zur Verfügung zu stellen, Inspektionen durchzuführen oder andere Entscheidungsprozesse zu gewährleisten. Das läuft üblicherweise in einer Hierarchieebene ab. Das heißt, dass man bezieht nicht unbedingt den Minister ein, wenn Anträge auf Zuschüsse beantragt werden. Das ist jetzt auch erkennbar, dass es diese verschiedenen Prozesse, die dort unterstützt werden, erfordern sozusagen auch verschiedene digitale Lösungen. Auf der einen Seite haben wir Sweetbrain das Basismodul entwickelt, mit dem wir alle, die wir in der Umweltbehörde arbeiten, zu tun haben und wo dann sozusagen wellenweise Verbesserungen vorgenommen wurden in den letzten Jahren. Dieser Portfolioansatz. Da unterscheiden wir sozusagen wieder Vorgänge, Anfragen und Genehmigungen, wie wir es auch eben bei der anderen Folie gesehen haben, auf der linken Seite mit den vertikalen Flows. In unserem Fall, im Fall unserer Fachverfahren, haben wir drei Prozess- und Konzeptspuren. Das ist das, was wir unten sehen können, zur Prozessunterstützung, also Entscheidungen, Subventionen, Zuschüsse und Inspektionen. Und für jede dieser drei Prozessspuren haben wir einen Standardprozess entwickelt oder Sweetbrain zusammen mit uns und diesen anhand von Best Practices der digitalen Verwaltungsarbeit gestaltet. In jeder Prozessspur hat man einen First-of-a-Kind-Prozess identifiziert, der die Grundlage für die Implementierung von Best Practice in der jeweiligen Prozessspur darstellt und damit sozusagen eine Pilotfunktion hat. Im Fall von Entscheidung zum Beispiel als einer dieser drei Prozessspuren war es das CITES-Verfahren zur Kontrolle des Handels mit bedrohten Arten, was einen Pilotcharakter hatte für andere Prozesse, die dort aufgestellt wurden von Sweetbrain. Und für das Onboarding von weiteren Prozessen in einer Prozessspur, also benutzt man zunächst First-of-a-Kind-Prozess, orientierte eine Methode und entwickelt diese dann weiter mit in Form von Copy und Adapt. Das heißt, man hat Pilotfunktionen und passt diese dann an für neue Prozesse.
Und auf diese Weise können dann in relativ kurzer Zeit eine Vielzahl von spezifischen Fachverfahren in F2 integriert werden. Warum ist es so wichtig jetzt welche Leistung stellt F2 zur Verfügung, die wir in der Form bislang damals nicht hatten? Also es geht einerseits um die Rahmenbedingungen, denen wir als Ministerium unterliegen, also wo unsere Arbeit grundsätzlich einen hohen Bedarf für eine schnelle Sachbearbeitung erfordert. Und damit auch hinsichtlich der Implementierung zum Beispiel neuer Gesetze. Das ist also eine große Erwartung an uns, innerhalb kürzester Zeit dort Vorgaben oder Anfragen zu beantworten. Die Automatisierung der Verwaltungsvorgänge und der erleichterte Zugriff auf zentrale Daten unterstützt die Entscheidungsfindung und gewährleistet eine Verbesserung der Dienstleistungsqualität. Eine Dokumentation ist erforderlich. Nicht allein nur im Klagefall, sondern grundsätzlich, um Zusammenhänge erkennen zu können. Wir gehen davon aus, dass die Automatisierung insbesondere der horizontalen Flows erheblich zur Steigerung der Effektivisierung der Vorgangsbearbeitung beiträgt. Und durch eine Reduktion der Anzahl von IT-Systemen reduzieren wir einerseits Verwaltungskosten erheblich und begrenzen auch Sicherheitsrisiken, beispielsweise in Form eines unerlaubten Zugriffs. Ein Beispiel für die angepassten Prozesse, die beschrieben werden, ist zum Beispiel die Behandlung von Anfragen oder von Zuschussprojekten zur Reduktion des CO2-Ausstoßes in der Landwirtschaft. Also dort liegen Gelder zur Verfügung, die beantragt werden können. Dazu muss man wissen, dass man daran interessiert ist, landwirtschaftliche Flächen aus der Produktion herauszunehmen. Und das hat damit zu tun, dass diese landwirtschaftlichen Flächen, die in Frage kommen, relativ viel Torf enthalten und Torf aus teilweise zersetzten Pflanzenteilen, organischem Material besteht, das aufgrund fehlenden Sauerstoffzugangs nicht vollständig zersetzt wurde. Man hat zu gewährleisten sozusagen, dass diese Flächen weitestgehend feucht gehalten werden oder eben wieder vernässt werden und diese Entnahmen aus der landwirtschaftlichen Bearbeitung und der Wiedervernässung trägt dazu bei, dass der CO2-Ausstoß aus diesen Flächen begrenzt wird. Und dazu haben wir die notwendigen Daten vorliegen, um festzustellen, ob die Gebiete, für die Zuschüsse beantragt werden, geeignet sind und in welchem Umfang der CO2-Ausstoß verringert werden kann. Also das ist, im Grunde sind es dann konkurrierende Anträge, die dort gestellt werden und wo wir feststellen, welche am besten diesen Bedingungen entsprechen und priorisiert werden können bei der Zuteilung von Zuschüssen. Der Prozess ist eine vollständig Ende-zu-Ende digitalisierte Prozess und nur so können wir die hohe Antragsdichte in unserem Team gut und fristgerecht bearbeiten. Die Antragsteller bieten sich eine übersichtliche Kriterienauswahl, weil es Dokumentation gibt, wo man als Antragstellerin feststellen kann, welche Zuteilungskriterien bevorzugt werden. Und im Backend werden die Anträge übersichtlich strukturiert und automatisch priorisiert. Durch die Anbindung an unser hauseigenes Haushaltssystem kann auch die Antragsbearbeitung effektiv abgeschlossen werden. Das heißt, wir wissen zu jedem Zeitpunkt, wie viel Gelder zur Verfügung stehen und wir können eine Zuteilung vornehmen nach der Priorisierung. Und die Anwendung bewährter Verfahren aus naturwissenschaftlicher Sicht stützt sich auf anerkannte Orienthilfen und Verwaltungsvorschriften, die zusammen mit Universitäten ausgearbeitet wurden und deren Implementierung im F2-Modul eine effektive Umsetzung politischer Entscheidungen hinsichtlich der Reduktion klimabelastender landwirtschaftlicher Aktivitäten ermöglicht. Die Anzahl der Kriterien für die Auswahl geeigneter Projekte ist überschaubar und für die Antragsteller gut dokumentiert. Das ist auch etwas, was aus meiner Sicht
charakteristisch ist für Verwaltung in Dänemark, dass man also als Antragsteller grundsätzlich einen guten Einblick bekommt über den Prozess, über also die Hantierung der Antragstellung bis zum Abschluss und auch für die Zuteilung, dass man erkennt, wenn man diese Zuteilung nicht erhält, warum ein potenzieller Konkurrent bevorzugt wurde. Das kann man noch mal kurz sehen hier in der Skizze. Wir haben also die Antragstellung. Das Ganze läuft digital ab. Wir erhalten die Anträge zur Auszahlung und nehmen eine Vorprüfung statt. Schon bei der Antragstellung erhält der Antragsteller eine Bestätigung, dass wir die Anträge erhalten haben. Das passiert vollkommen automatisch. Und die Vorprüfung besteht auch unter Anwendung der digitalen Daten, die zur Verfügung stehen für die Gebiete. Es lassen sich also drei Phasen unterscheiden. Die Vorprüfung, dann die Projektetablierungs- und die Bauphase und der Wartungszeitraum, wo die Grundbucheintragung erfällt. Wenn wir bei der Vorprüfung feststellen, dass das Projekt nicht geeignet ist, dann werden wir keine Subvention erteilen, der Antrag wird abgelehnt werden. Die Daten, die zur Verfügung stehen, sind digital, grundsätzlich digital auf nationaler Ebene verfügbar. Die Perspektive für die Zusammenarbeit mit C-Brain aus unserer Sicht besteht darin, dass wir in Anbetracht des fortschreitenden ökologischen Wandels eine effektive digitale Unterstützung der Prozesse im Umwelt- und Klimaschutz erhalten, die unerlässlich sind. Denn nur ist es möglich, die zeitliche Lücke zwischen dem politischen Ziel bis zur spezifischen Maßnahmenumsetzung zu schließen. Also diese Lücke, die wird ja immer kleiner. Die Erwartung daran, dass wir relativ schnell reagieren, wird immer größer. Der F2-Portfolio-Ansatz hilft uns dabei, die Fachverfahren schnell in effizientes digitales Vorgangsmanagement umzusetzen. Und dabei ist es wichtig, nicht nur den Frontend-Antrag online bereitzustellen, sondern auch die Bearbeitung der Antragsdaten im Backend digital zu ermöglichen. Und das Potenzial moderner digitaler Technologie ist riesig. Das sehen wir. Und wir haben nur einen geringen Teil unserer Prozesse bislang so digitalisiert, wie ich es jetzt eben in dem Beispiel vorgestellt habe. Aber das ist also eine Entscheidung getroffen worden, dass wir so umfangreich wie nur irgend möglich entsprechend Prozesse digitalisieren unter Anwendung des Konzeptes, das ich gerade vorgestellt habe. Das war es dann eigentlich, denke ich, was Norman und ich zu erzählen hatten heute Abend. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Wohlfein, für den Vortrag von Remote. Gibt es dazu Fragen? Hier aus der Runde oder digital. Ich hätte eine Frage, die mir durch den Kopf gibt, Versuche, den mögliche CO2-Einsparungen zu messen, die durch so eine standardisierte Umsetzung von Prozessen mit so einer Plattform wie F2 ist so etwas möglich? Ja. Die Frage verstanden? Ja, allerdings nicht ganz verstanden, ob das sich jetzt eine naturwissenschaftliche Frage handelt, also bezüglich der Prozesse oder ob es jetzt darum geht, festzustellen, welchen Einfluss die Digitalisierung auf den CO2-Ausstoß hat. Welchen Einfluss die Digitalisierung? Und ich hatte überlegt, ob man auch sagen kann, hier wird eine standardisierte Plattform eingesetzt, um einfacher Prozesse zu digitalisieren. Das auch verstehe ich so, mit wenig Aufwand vor Ort machen zu können. Da könnte ja auch die Überlegung kommen, möglicherweise auch zu Effekten, was CO2-Ausstoß angeht. Das ist mir nicht bekannt. Also ich sehe es in erster Linie darin, dass wir eine zeitliche Ersparnis haben in der Sachbearbeitung, dass die Daten verfügbar sind, zugänglich sind, relativ oder grundsätzlich wenig Zeit benötigt wird für den Verwaltungsprozess. Der Verwaltungsprozess ist offen, zugänglich, erkennbar für jeden, aber eine direkte Umsetzung in CO2-Ausstoß. Norman, hast du noch irgendwas dazu?
Also Digitalisierung als Werkzeug für Nachhaltigkeit ganz. Ja, vor allem Verwaltungsdigitalisierung. Also ihr habt ja in Milieustyrelsen auch einen Prozess zum Beispiel, um die Wiederaufforstung zu unterstützen. Und das denke ich, das ist ein Prozess, wo auch wieder Mittel zur Verfügung gestellt werden. Zum Beispiel Landbesitzer dahingehend zu animieren, genau Wiederaufforstung zu betreiben. Und genau weil dieser Prozess digital abläuft, ist natürlich auch eine gewisse Kontrolle und Überprüfung der angegebenen Daten als auch dann der gewünschten Effekte natürlich möglich. Ne? Ja, ich denke, wie wir Norman und ich sprachen neulich darüber, dass es relativ wichtig ist. Also ich habe das sozusagen ja diese Systeme kennengelernt als Nutzer, dass man bei der Einführung entsprechender Systeme die einzelnen Sachbearbeiterinnen mit in hohem Maße mit einbezieht, also sozusagen den Prozess unterstützt und nicht ersetzt. Das heißt, es ist ganz, ganz wesentlich, dass man nicht sich vorstellt, dass sämtliches Fachwissen sich eindeutig digitalisieren lässt. Das heißt, dass die Verfahren müssen unterstützt werden. Aber das Wissen, was bei Mitarbeiterinnen vorhanden ist, das muss genutzt werden weiterhin. Weil man sonst auch die Kolleginnen und Kollegen nicht mitbekommt. Das wird grundsätzlich ist ja ein Widerstand vorhanden, auch bei uns, selbst bei uns, wo wir relativ weit sind mit Digitalisierung, weil man fürchtet, dass Entscheidungen zum Teil getroffen werden, ohne die notwendige Fachlichkeit vollkommen mit einzubeziehen. Also die Digitalisierung bedeutet ja häufig auch eine Kategorisierung, die zum Teil nicht sich machen lässt. Also wenn man Kriterien gegeneinander aufwiegt, das lässt sich nicht alles arithmetisch lösen. Das ist nur also als Nebenbemerkung dazu, dass die Digitalisierung der Prozesse unter Einbeziehung sämtlicher Fachkräfte geschehen muss und nicht nur als eine Leitungsaufgabe gesehen werden soll. Okay. Vielen Dank, Herr Rothfeld. Es gab hier eine Meldung und eine Meldung im Chat. Okay. So wie ich die Ausführungen jetzt verstanden habe, ist es tatsächlich so, das vereinfacht den Prozess auch für die Antragsteller. Also die Hürde, sich da auch mit solchen Formalen zu beschäftigen, die schnelle und zuverlässige Identifizierung von wirklich tragfähigen Projekten und auch die schnelle Umsetzung. Also insofern bringt das schon was, die Renaturierung jetzt hier von Mooren halt, dass das schneller passiert und dementsprechend wird sein Dazutun zum CO2-Effekt haben. Ja, also, ja. Insofern wird die Digitalisierung da förderlich sein. Dann gibt es hier noch direkt. Ja, genau, direkt dazu. Genau, weil dadurch, dass die Software quasi, also ich bin auch von Seabrain und dadurch, vielleicht kann man es auch nochmal so sehen, dadurch, dass die Software einfach wiederverwendet wird, muss nichts Neues programmiert werden für einen neuen Prozess. Es muss nicht, also die menschlichen Ressourcen und also wir hatten in den anderen Vorschlägen so schön diese grünen Boxen und da habe ich auch gesehen, Wiederverwendbarkeit der Software. Und so diese ganzen Sachen, dadurch ist natürlich vielleicht nicht messbar, sage ich jetzt mal, dass wir es irgendwie gemessen haben, aber es gibt schon sehr viele CO2-Ersparnisse, die dort sind, die jetzt aber nicht, sage ich jetzt mal, erhoben wurden in dem Sinne, weil einfach die schnelle Umsetzung der Prozesse für Klimaprojekte einfach noch viel mehr CO2 wahrscheinlich im Großen und Ganzen einspart, wenn man da einfach früher Maßnahmen ergreifen kann, genau, um die Ziele zu erreichen. Also ich bin auch von Seabrain und es ist so, dass wir, also ich komme aus der Projektleitung und wir haben sehr kurze Projektlaufzeiten. Wir haben komplizierte Fachverfahren, die wir relativ schnell durchsetzen können, weil wir schon ähnliche Prozesse haben, die können wir bei anderen Behörden umlegen und wir haben erstaunlich kurze Laufzeiten. Aber ich werde mal anfangen, es zu messen, im Vergleich zu komplizierten neuen Prozessen. Danke. Dann gab es noch eine Frage. Eine Frage aus dem Chat von Marcel Sieslack. Zum vorgestellten Prozess. Er fragt, werden die Antragsteller auch rein digital informiert oder muss am Ende doch postalisch zum Beispiel eine Ablehnung verschickt werden? Nein, das überwiegend geschieht das digital. Es kann sein, wenn wir den Eindruck bekommen, dass Informationen nicht in der Form vermittelt wurden, wie wir sie benötigen, dass wir vielleicht noch ein Telefongespräch führen. Aber überwiegend passiert das Ganze digital. Also das heißt, bei der Antragstellung bekommt der Antragsteller einen automatischen Brief, dass wir die Daten erhalten haben. Und wir werden auch hinterher
aufgrund der Daten, die vorliegen, uns im Fall, dass das notwendig ist, an die Antragsteller wenden. Aber so weit wie möglich passiert das Ganze digital. Ja. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihr Interesse, für die Vortragenden. Vielen Dank vor allen Dingen an die Online-Teilnehmenden. Dankeschön.